27. November 1944. Vor dem Volksgerichtshof unter Vorsitz des Präsidenten Dr. Freisler stehen 10 Angeklagte, die, so wird ihnen vorgeworfen, vom 22. Juli bis 3. September 1944 in Dresden und Berlin dem aus der Wehrmacht ausgestoßenen, flüchtigen ehemaligen General der Artillerie Fritz Lindemann Hilfe geleistet haben, sich vor der Polizei zu verbergen. 10 Menschen, die ihr Leben riskierten und einsetzten, im Sinne der Menschlichkeit handelten, um einen Mann des Widerstandes gegen Hitler zu retten. Menschen, die wie Josef von Koskul dachten und handelten. Sie, Zeugen jener Ereignisse, entging der Verurteilung. Die heute 95-Jährige liest aus ihren Erinnerungen. Ich war im Bilde darüber, was uns alle erwartete. Würde man den General finden und uns als seine Begünstiger entlarven. Doch es war für mich ein Gebot, nicht nur den Führer zu verabscheuen, sondern auch seinen Feinden zu helfen. Ein Mann, der sein Leben dabei auf das Spiel gesetzt hatte, musste mit Einsatz des eigenen Lebens geschützt werden. Die militärische Karriere führt Lindemann 43 an die Spitze der Heeresleitung. Im Januar Generalleutnant, im August Versetzung zum Oberkommando des Heeres, im September zum Stab des Generals der Artillerie. Am 1. Dezember wird er zum General der Artillerie befördert. Im Auftrag von Stauffenberg bespricht er mehrfach mit Hjalmar Schacht die Umgestaltung des Reiches und mit Friedrich Flick die Beendigung des Krieges an allen Fronten. Die Zeit einer Veränderung drängt. Lindemann ist sich dessen bewusst. Am 20. Juli 1944 wurde im Führerhauptquartier der Wolfsschanze eine Bombe durch Oberst Klaus Graf Schenk von Stauffenberg gezündet. Der Raum, in dem sich Hitler mit Offizieren zu dieser Zeit beriet, wurde zerstört. Es gab Tote und Verletzte. Doch Hitler, dem der Anschlag galt, überlebte. Während des Attentates warten die Verschwörer im Bendlerblock im Oberkommando des Heeres. Lindemann mit General Wagner bei seinem Stab in Wünsdorf bei Zossen. Einen im Auftrag von Generaloberst Ludwig Beck verfassten Aufruf soll Lindemann bei Gelingen des Attentates verlesen. Da keine Nachricht eintrifft, schickt Wagner Lindemann nach Berlin. Er trifft gegen 19 Uhr im Bendlerblock ein. Die Bewachung war praktisch normal in der Zeit noch. Man sollte mal einen Passierschein haben, aber es waren auch Passierscheine ausgegeben. Nur wenn ein General kam und der Name bekannt war, kam er ohne weiteres herein. Er ist dort hineingegangen, ist in den Räumen gewesen, wo Höppner, Stauffenberg und so weiter sich aufgehalten haben, hat das Ganze doch durcheinander, ja, dieser ganzen Dinge am Abend des 20. Juli kennengelernt und ist dann gegen 21 Uhr, wie das ist etwa so ein, zwei Stunden vor der Verhaftung der von Stauffenberg und der anderen Offiziere gewesen, wieder nach Wünsdorf zurückgekehrt. 4 Verschwörer, unter ihnen Stauffenberg, werden noch in der Nacht erschossen, andere verhaftet und vernommen. Dabei muss der Name Lindemann gefallen sein, ähnlich wie bei dem späteren Prozess gegen Stief. Da wollen Sie nicht genau wissen, wichtig den Daten in Ihrem Leben scheinen Sie sich nicht zu merken. Es war der 3. Juli, wir wissen es. Ja. Das ist die grundlegende Besprechung. Sie sind in der Wohnung von General Wagner. Ja. Wurde bei dieser Gelegenheit in erster Linie von General Wagner und General Lindemann über
politische Dinge gesprochen. Mhm. Und die Notwendigkeit für politische Dinge waren die Frage der Besetzung, der Regierungsbildung dieser Fragen. Erst nachdem sein Name in verschiedenen Vernehmungen gefallen ist, von Leuten wie Stief und Ähnlichen, wurde er dann seiner Position enthoben. Und als ihm das mitgeteilt wurde, hat er zivil angezogen und ist zu seinen Verwandten nach Dresden gefahren. Lindemann weiß, er muss untertauchen, noch bevor die Gestapo nach ihm fahndet. Hier in Dresden beginnt am 22. Juli Lindemanns Leben in der Illegalität. Angewiesen auf Helfer, Menschen, die dabei ihr Leben riskieren. Es sind viele, die im Nationalsozialismus auf diese Weise Widerstand gegen die Unmenschlichkeit des Regimes leisten. Die meisten sind heute vergessen. Die Spuren verwischt. Die Wohnungen im Bombenhagel von Dresden zerstört. Erhalten blieben Vernehmungsprotokolle, Gerichtsakten, einige Fotos von Prozessen. Doch oftmals keine Aufnahmen aus dem Privatleben. Manchmal nur ein einziges, so von Max und Elsa Lindemann, bei denen Lindemann um Quartier bittet. Er sei in die Führungsreserve versetzt worden, wollte erst Urlaub machen. Max Lindemann, Major AD, aktiver Offizier des Ersten Weltkrieges, weiß noch nichts von der Beteiligung seines Neffen am 20. Juli. Doch Elsa, eine fanatische Hitler-Gegnerin, ahnt die Zusammenhänge und bittet Vetter Hermann Lindemann um Hilfe. Dieser war 32 sozialdemokratischer Bürgermeister von Senftenberg. Seit 37 ist er Mitglied der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Elsa trifft sich mit ihm in der Stadt, bittet ihn, einen falschen Pass zu beschaffen. Die Unterbringung bei Verwandten sei zu gefährlich. Die Wehrmacht hatte bereits telefonisch bei Max, brieflich bei Hermann Lindemann nachgefragt. Am 25. wendet sich Hermann Lindemann an seinen Geschäftsfreund Hans Sieex, den sozialdemokratischen Stadtbaurat, weiht ihn ein. Sieex hat einen Freund in Berlin, der untergetauchten Juden hilft, Erich Glöden. Im Gegensatz zu Dresden eignet sich Berlin besser für ein illegales Leben. Karl Marx, Geschäftsführer einer Dresdner Druckmaschinenfirma, ehemaliges SPD-Mitglied, wird beauftragt, Lindemann am 26. abends nach Berlin zu begleiten. Während der Fahrt zeigt Lindemann bei einer Kontrolle einen Schriftleiterausweis von 39. Da es noch keine öffentliche Fahndung gibt, kommt er durch. Im Zug lässt er sich mit Exner anreden. Sie kommen nachts an. Marx bittet einen Geschäftsfreund, den Architekten Wilhelm Senski, um Quartier, da er und sein Geschäftspartner Exner kein Hotel bekommen hätten. Senski nimmt sie auf. Zwei Tage bleiben sie in dem bombenbeschädigten Büro Senskis in der Mansfelder Straße in Hallensee. In der ersten Nacht erfährt Senski, wer Exner in Wirklichkeit ist. Gleichzeitig nimmt Marx Verbindung auf zu Oberstleutnant von Petersdorf, Ritterkreuzträger, SA-Brigadeführer, seit einer Verwundung Chef der Deutschen Industriekommission in der Slowakei und Ungarn. Er verspricht zu helfen. Lindemann wird zu ihm zum Oberharterweg 45 im Grunewald gebracht, wo Petersdorf im Gartenhaus lebt, da sein Haus zerbombt ist. Während des Badens im Hundekehlensee erfährt Petersdorf die Wahrheit. Als er ihn später zu seinem eigenen möblierten Zimmer in Potsdam in die Birkenstraße 1 zu Frau von Schelia bringt, stellt er ihn als Vetter vor, den er lange nicht gesehen hätte. Da die Wohnungsinhaberin zu dieser Zeit verreist, kann Lindemann hier nicht verpflegt werden. So fährt er am 29. Juli nach Westend in die Kastanienallee 23 zu Erich Glöden. Er stellt sich als Exner vor, bezieht sich auf Hans Sieex und wird aufgenommen. Glöden glaubt, dass es sich um einen Juden handelt. In der Nacht erfährt er, wer Exner in Wirklichkeit ist. Also ich weiß, hauptsächlich eigentlich von meiner Mutter, denn ich war ja erst 12, als der Krieg anfing, dass er im Krieg
vielen jüdischen Verwandten und Bekannten geholfen hat, im Untergrund zu leben. Er hat von denen Geld übernommen, von Sachen, die sie verkaufen konnten, noch bevor die Nazis sie beschlagnahmt hatten, hat die auf Schweizer Konten gelegt und hat von dem Geld Lebensmittel gekauft, die er, und Lebensmittelmarken vor allen Dingen, die er ihnen gegeben hat, damit sie im Untergrund leben konnten. Und außerdem hatte er durch seine Tätigkeit bei der Organisation TOT die Möglichkeit, in Warschau im Ghetto viel zu tun für die dort lebenden Juden. Und er war auch in Theresienstadt im Konzentrationslager noch und hat teilweise Bekannte dort besucht. Der Vater von Erich Glöden war der jüdische Bronzegießereibesitzer Siegfried Löwy. Die 1855 gegründete Bronzegießerei Löwy war die älteste Berlins. Kein großes öffentliches Gebäude, das die Firma nicht beliefert hätte. So den Reichstag, Landtag, Bank- und Hotelpaläste, die Quadriga für die Botschaft in Petersburg. Löwy war als Förderer der Künste in der Berliner Architekten- und Künstlerschaft bekannt. Löwy fühlte sich so sehr als Deutscher und Deutschland verbunden, dass er seine drei Kinder Ursula, Erich und Peter nicht mit einem jüdischen Namen belasten wollte. Peter, Soldat im Ersten Weltkrieg, starb 1917. Löwy ließ Ursula 1918 von Professor Bernhard Glöden adoptieren, ebenso Erich, von Beruf Bauingenieur. Auch nach der Adoption sorgte sich Löwy um seine Kinder, blieb Vater für sie. Also die Adoption wurde von meinem Großvater betrieben, wegen des jüdischen Namens. Und er der Meinung war, dass seine Kinder beim Studium und nachher in der Berufsausübung bessere Chancen hatten ohne einen jüdischen Namen. Und es gab da einen Bekannten, das war ein Schullehrer, der war schon uralt, hat keine Kinder und gar nichts. Und der adoptierte die beiden nur des Namens wegen. Mein Onkel war eigentlich dagegen, weil er war sehr pro-jüdisch eingestellt, schon als junger Mann. Und später hat er ja auch sehr viel jüdischen Bekannten und Verwandten geholfen und wollte also nach dem Krieg unbedingt nach Israel auswandern, um dort als Architekt den Wiederaufbau mitzumachen. Löwys Betrieb wurde 1933 enteignet. Er lebte seitdem in der Kastanienallee in unmittelbarer Nähe seiner Kinder bis zu seinem Tod 1936. Erich Glöden heiratete 1938 die Juristin Lieselotte Kusnitzky, Tochter des jüdischen Sanitätsrats Kusnitzky und seiner Ehefrau Elisabeth, geborene von Lilienkron. Als Lindemann zu den Glödens kommt, hält sie ihn für einen Juden, der untertauchen will. Ebenso wie ihre Mutter, die bei ihnen lebt, erfährt sie schon bald die Wahrheit. Am Tage lebt Lindemann bei ihnen, die ersten vier Nächte zunächst im Nebenhaus im Zimmer der alten Frau Kusnitzky. Da das Verlassen der Wohnung zu gefährlich ist, bleibt er dann ständig bei ihnen. Josi von Koskul, Freundin und häufiger Gast beider Glödens, lernt Lindemann bei ihnen kennen. Sie spielen Bridge zusammen. Schon bald erfährt sie, wer ihr Partner ist. Josi von Koskul arbeitet in der Briefzensur der Berliner Abwehrdienststelle. In dieser Tätigkeit hat sie die Möglichkeit, in bereits geprüfte, dann unter Wasserdampf heimlich wieder geöffnete Briefe, Botschaften und Nachrichten ins Ausland zu schmuggeln, vielfach über Schweden. Sie unterstützt die Aktivitäten Glödens in der Hilfe Verfolgter, dessen Tätigkeit sie in ihrem Tagebuch beschreibt. Bei Glödens gingen viele Juden aus und ein. Dr. Glöden verschaffte ihnen falsche Papiere. Die Juden mussten dazu einen Selbstmord vortäuschen. Meist ließen sie ihre Kleider an dem Ufer eines Sees in der Umgebung von Berlin liegen und sorgten dafür, dass ein Judenpass oder sonst ein Dokument dabei lag. Wenn dann die Polizei von dem Selbstmord Kenntnis genommen hatte, konnte der Jude sicher sein, nicht mehr gesucht zu werden. Glöden konnte ihnen eine Zeit lang ungarische Pässe verschaffen, mit denen sie zu Fuß über Österreich nach Ungarn gingen. Andere wiederum tauchten unter. Das heißt, sie versteckten sich in Berlin, waren immer in Gefahr, denunziert, erkannt oder bei einer Razzia gefasst zu werden. So auch der Rechtsanwalt Alfred Karpen,
der bereits auf der Deportationsliste stand. Karpen, Anwalt und Freund Glödens, war Artilleriehauptmann im Ersten Weltkrieg und mehrfach ausgezeichnet worden. Er hat immer wieder erzählt, dass es Leute in Berlin gegeben hat, die Juden geholfen haben und die entsprechend auch ihm geholfen haben und dass es dabei auch eine Familie gegeben hat, bei der sowohl Juden versteckt gehalten werden konnten, als auch später ein bekannter Widerstandskämpfer, ein General Lindemann, von dem gelegentlich auch die Rede war. Er hatte einen Pass, einen gefälschten Pass, auf den Namen eines Kaufmann Reinhardt, mit dem er zunächst glaubte, unangefochten sich in Berlin bewegen zu können. Es stellte sich dann aber heraus, dass die Fälschung doch nicht perfekt genug war. Das ausgewiesene Geburtsdatum in diesem Pass war 10 Jahre jünger, als das Aussehen meines Vaters war, sodass es also ein paar Mal passiert ist, dass er, vor allem wenn er auch die Fahrten mit der S-Bahn immer im Kreis herum, um den Tag auf diese Weise irgendwie herumzubringen, bei Kontrollen durch die Polizei doch aufgefallen ist deswegen. Und dass er, das hat er gerne erzählt, dass die Polizei ab und zu mal auch ganz erkennbar ein Auge zugekniffen hat. Und es klar war, dass man ihn wohl für einen Juden gehalten hat. Letztlich war das dann ein Grund, sich dieses Passes nicht mehr zu bedienen und auf andere Weise sich zu verstecken. Für einen Mann in seinem Alter ist das bestimmt kein Spaß, wie ein Pfadfinder im Grunewald zu übernachten oder eben in Kinos den ganzen Tag zu verbringen. Am 1. August wird die Fahndung nach Lindemann herausgegeben, da er inzwischen zum Kreis der Hauptverdächtigen gezählt wird. Am 8. August wird er aus der Wehrmacht ausgestoßen. Mehr denn je ist Lindemann auf die Hilfe anderer angewiesen. Auch bei der Lebensmittelbeschaffung, die für alle illegal Lebenden ein Problem ist. Ich weiß, dass Glödens sehr viel zukauften. Sie hatten auch einem Bauern in Vorpommern mehrere tausend Mark zum Ankauf von Kühen gegeben und er lieferte ihnen dafür Geflügel und Eier. In meiner Dienststelle war eine lebhafte Tauschaktion, Zigaretten gegen Kartoffeln. Um noch mehr Verpflegung heranzuschaffen, besuchte ich meine Cousine Elka von Ungarn-Sternberg, die mit Diplomatenkarten der schwedischen Gesandtschaft lebte. Ich deutete meiner Cousine an, dass ich für jemanden zu sorgen habe, der keine Lebensmittel beziehen könne. Sie sagte, du sei aber vorsichtig und gab mir eine Menge der erbetenen Marken. Bei Jusi von Kuskul, die perfekt Russisch spricht, nimmt Lindemann Unterricht, da er beabsichtigt, zu den Russen überzulaufen, sich Seydlitz und dem Nationalkomitee Freies Deutschland anzuschließen. Er lernte die Redensarten, mit denen er sich russische Vorposten nähern würde. Nicht schießen, ich laufe über, führ mich zu eurem Offizier. Habt ihr einen Dolmetscher? Am 19. August erscheint in allen Zeitungen ein Fahndungsaufruf. Eine 500.000 Reichsmark wird ausgesetzt für denjenigen, der das Auffinden Lindemanns ermöglicht. Schwere Strafen dagegen würden den erwarten, der den Flüchtigen irgendwie unterstützt und von seinem jetzigen Aufenthalt Kenntnis hat und das nicht meldet. Karl Gördeler wird verraten und verhaftet. Die Belohnung von 1.000.000 Reichsmark erhält die Denunziantin Helene Schwärzel persönlich von Hitler. Für Lindemann wird es von Tag zu Tag gefährlicher. Er will weg. Jusi von Kuskul gelingt es, in der von ihr erprobten und bewährten Art eine Botschaft an Seydlitz auf die Rückseite eines geprüften Briefes zu schreiben und nach Schweden zu schicken. An diesem Wochenende lädt Karl Marx ein befreundetes Ehepaar Schäffner, das auch in seinem Betrieb mitarbeitet, sowie seine von ihm verehrte und umworbene Privatsekretärin Frieda Pillard auf seinen Landsitz Hartmannsmühle ein. Bedrückt durch das Erscheinen des Fahndungsaufrufes, erzählt Marx in der gelösten und familiären Atmosphäre am Sonntagnachmittag seinem Freund Schäffner, dass er Lindemann gut in Berlin untergebracht hätte, wo ihn niemand finden würde. Ahnungsvoll meint Marx am Abend, das war ein schöner Sonntag, vielleicht mein letzter. Gegen Mitternacht fahren sie zurück nach Dresden. Schäffner bespricht sich mit seiner Frau. Sie rufen die Gestapo an. Die Verfolgung der Helfer beginnt. Karl Marx wird am 22. August verhaftet.
Am 25. Georg Lindemann. Am 29. Frieda Pillert. Hermann Lindemann am 1. September. Hans Sierks am 3. Frau Lindemann war bereits am 28. Juli in Sippenhaft genommen. Sohn Friedrich am 16. August verhaftet worden. Die Tochter Marie-Louise bringt die Gestapo in ein nationalsozialistisches Erziehungsheim. Die Helfer werden im Polizeigefängnis von Dresden wieder und wieder verhört. Auskünfte werden von ihnen erzwungen, oft unter physischer Gewalt. So fällt irgendwann der Name Erich Glöden. Die Adresse Kastanienallee 23. Am 3. September steht die Gestapo vor dem Haus. Durch einen fingierten Anruf weiß sie von der Anwesenheit der Bewohner, nicht jedoch von der Besucherin Josi von Koskull. Es klingelte an der Wohnungstür, Herr Glöden öffnete. Ein Augenblick darauf hörte ich das Stimmengewirr und klatschende Schläge. Du Schwein, wo ist Lindemann? Schrien mehrere Stimmen. In Sekundenschnelle erfasste ich die Lage. Die Gestapo war da. Adieu, schönes Leben, war mein erster Gedanke. Mitgefangen, mitgehangen. Schon stand ein Mann im Zivil mit einem Revolver in der Hand im Wohnzimmer, während in der Wohnung eine Reihe von Schüssen fielen. Wenige Minuten später trafen wir uns alle im Entree der Wohnung. Da stand der General aus einer Wunde blutend, aber aufrecht und gefasst. Zum Arzt, sofort zum Arzt, so hieß es. Die Hände wurden ihm auf den Rücken zusammengeschlossen, ebenso bei Herrn Glöden, dessen Gesicht blutig geschlagen war. Dann kamen die beiden Damen, blass und zitternd, vor Schreck. Der offizielle Bericht lautet: Nachdem Kriminalkommissar Albrecht die Türfüllung eingetreten hatte, sah er, wie eine Person das Fenster zu öffnen und aus diesem herauszuklettern versuchte. Daraufhin haben Albrecht 6 Schüsse und Kriminalsekretär Carlos 1 Schuss abgegeben. Lindemann ließ sich dann ohne Widerstand zu leisten festnehmen und fesseln. Dann wurden erst die beiden Herren die Treppe hinuntergeführt. Für mich gab es keine Handschellen. Ich wurde nur an der rechten Hand gefesselt. Aber Lillo Glöden und ihre Mutter hatten Handschellen angelegt bekommen. Und ihre Arme waren nach rückwärts gedreht und die Handschellen auf dem Rücken zusammengehalten. Lillo weinte still vor sich hin und ich wischte ihr die Tränen mit einem Taschentuch ab. Sprechen durften wir aber nicht miteinander. Wir wurden in dem Gebäude der Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße gebracht. Es war etwa 3 Uhr, als wir ankamen und man stellte uns in einem Zimmer ziemlich weit voneinander auf. Und ein Beamter behielt uns im Auge. So standen wir so etwa 5 Stunden, was allmählich eine große Strapaze wurde. Lillo Glöden bat um einen Stuhl. Ihre Mutter, sie wurde bald bedroht und als jüdisches Schwein beschimpft. Im Nebenzimmer stand Glöden mit dem Gesicht zur Wand. Man hörte ihn nur schwer seufzen und stöhnen. Der schwer verletzte Lindemann wird sofort in das Polizeikrankenhaus in der Scharnhorststraße gebracht. Er hat einen Oberbauchdurchschuss und mehrere Einschüsse im Oberschenkel, muss sofort im Operationsbunker des Krankenhauses operiert werden. Vor der Narkose, so übermittelt die behandelnde Ärztin Dr. Charlotte Pommer, sagt Lindemann: Sie sollen es alle wissen. Ich bin der General der Artillerie Lindemann vom Oberkommando des Heeres. Grüßen Sie meine Frau, denn mein Schicksal ist mir gewiss. Niemand hat ein reineres Gewissen als ich. Ich habe aus reinem Gewissen gehandelt. Ich sterbe für Deutschland.
Alle Helfer in Dresden und Berlin werden nun einer nach dem anderen verhaftet. Wilhelm Senski am 4. September. Am 6. in Dresden Max und Elsa Lindemann. Am 8. Horst von Petersdorf, der am 15. aus der Wehrmacht, am 3. Oktober aus der NSDAP ausgestoßen wird. Quälende Verhöre, verschärfte Vernehmungen, Folter folgen für alle Inhaftierten im Gefängnis an der Lehrter Straße, im Prinz-Albrecht-Palais. Orte, die später durch Bomben zerstört werden. Reste der Zellen im Prinz-Albrecht-Palais sind heute Gedenkstätte. Leugnen, Ausflüchte, Versuche, sich zu retten, nützen nichts. In den Vernehmungen wird das Ausmaß der Hilfeleistungen aller deutlich. Elsa Lindemann schweigt zunächst beharrlich. Als sie die Tortur der Verhöre nicht mehr ertragen kann, erhängt sie sich in der Zelle, bevor sie etwas verrät. Josi von Koskull weiß sich geschickt zu verteidigen und herauszureden. Sie hätte nichts von einem Lindemann gewusst. Das Fahndungsfoto hätte keinerlei Ähnlichkeit mit dem Geschäftsfreund von Glöden, Exner, mit dem sie Bridge gespielt hätte. Exner sei wohl etwas in Lilo Glöden verliebt gewesen und daher häufiger Gast im Hause. Dem Vorwurf, in einem jüdisch versippten Hause verkehrt zu haben, entgegnet sie, dass Glödens schließlich auch beim Gauleiter von Niederösterreich verkehrt hätten. Das Unglaubliche geschieht. Sie wird nach 4 Tagen aus der Haft entlassen, darf ihre Tätigkeit wieder aufnehmen und kann damit weiterhin illegale Nachrichten übermitteln. Die Gestapo versucht Lindemann wiederholt im Krankenhaus zu vernehmen. Er liegt dort an Armen und Beinen ans Bett gefesselt, von 2 Gestapo-Beamten ständig bewacht. Nachtschwester Gertrud Lux lässt sich alles Erdenkliche einfallen, um den Patienten so lange wie möglich von den Fesseln zu befreien. Einen Patienten, der bis zuletzt ein hohes Maß an Selbstbeherrschung zeigt. Er stirbt am 22. September. Auf die anderen wartet der Prozess vom Volksgerichtshof, der meist mit dem Todesurteil endet. Wer vor dem Volksgerichtshof erscheint, gilt als Feind von Volk und Staat und wird schlechter behandelt als ein Krimineller. Im Namen des deutschen Volkes, ehrgeizige Zerfressene, ehrlose, feige Verräter. Die ersten Verhandlungen gegen die Verschwörer des 20. Juli wurden heimlich gefilmt. Kameras unsichtbar für die Angeklagten im Sitzungssaal montiert, so eine hinter der Hitlerbüste in einem Loch im Hakenkreuz. Das Mikrofon befand sich unter Freislers Tisch. Dr. Roland Freisler, Präsident des Volksgerichtshofs, führte die Verhandlungen, diktierte das Urteil. Die beisitzenden Richter waren Statisten. Die Pflichtverteidiger durften höchstens für eine andere Hinrichtungsart plädieren, für die Kugel statt des Strangs. Die Angeklagten wurden rechts und links von einem Polizisten bewacht, waren in den Zellen ständig gefesselt. Alle waren der teuflischen Verhandlungsführung von Freisler ausgesetzt. So zum Beispiel Josef Wirmer. Also, und werden Sie hier nicht unverschämt? Mit Ihnen werden wir fertig, Wirmer. Sie sind nicht berufen, hier wie ein Urteil anzumaßen, wo Sie nur dazu da sind, sich auf die Äußerung, ob Sie Verräter am nationalsozialistischen Großdeutschen Reich und damit an unserem deutschen Volk sind, Die Prozesse gegen die Helfer im Fall Lindemann werden nicht mehr gefilmt, nur mit einigen Fotos dokumentiert. Als erster steht Georg Lindemann am 14. November 1944 vor Gericht. Vor Freisler habe ich im Wesentlichen daran gedacht, mich genau an das zu halten, was ich bei der Gestapo als Geständnis diktiert hatte. Ich habe mich inhaltlich voll und ganz daran gehalten und nicht mehr gesagt. Und es ging mir vor allen Dingen daran, zu betonen, dass ich nichts von der Beseitigung Hitlers wüsste. Ich hätte gedacht, dass jemand zu Hitler geht und ihn bittet, eben die Macht aus den Händen zu geben. Man hat mir das als Unreife und als Dummheit ausgelegt.
und das meiner Jugend zugeschrieben und hat sich vielleicht auch gewundert, dass ich überhaupt als Offiziersanwärter bei der Kriegsmarine angenommen worden war. Das kam irgendwann später auch zum Ausdruck. Aber es ging mir darum, meine Position zu wahren und meinen Kopf oben zu behalten. Ich muss sagen, ich hatte große Angst, meinen Kopf zu verlieren. Und ich war doch sehr froh, als der Oberreichsanwalt schon nur eine Zuchthausstrafe beantragte. Und da sah ich den ersten Lichtblick. Und das Urteil hat sich ja dann auch an die Empfehlung des Oberreichsanwaltes gehalten. Wegen Nichtanzeige eines Hoch- und Landesverrats erhält Georg Lindemann 5 Jahre Zuchthaus und weitere 5 Jahre Ehrverlust. Am 27. November beginnt die Verhandlung gegen die Hauptangeklagten, die Lindemann zu einem Leben in der Illegalität verholfen haben oder davon wussten und damit laut Anklage ihre staatsfeindliche Gesinnung eindeutig bewiesen. Major AD Max Lindemann, Kaufmann Hermann Lindemann, Geschäftsführer Karl Marx, Stadtbauamtsrat im Ruhestand Hans Sierks, Sekretärin Frieda Pillert, Oberstleutnant Horst von Petersdorf, Juristin Lilo Glöden, Architekt Dr. Erich Glöden, seine Schwiegermutter Elisabeth Kusnitzky und Architekt Wilhelm Sensky. Das Verfahren gegen die Glödens und Elisabeth Kusnitzky wird abgetrennt und sofort verhandelt, weil sie sogenannte jüdische Mischlinge ersten Grades bzw. mit einem Juden verheiratet sind. Sie gelten als schwerstbelastet. Da sie genau gewusst haben, wen sie aufgenommen hatten und das nicht meldeten, erhalten sie die Todesstrafe durch Enthaupten. Erich Glöden betont danach, dass er einen Schutzbefohlenen nicht ausliefern konnte. Das Urteil wird um 12.45 Uhr verkündet und am 30. November in Plötzensee vollstreckt. Im Abstand von 2 Minuten werden alle 3 enthauptet. Wie aus der nach dem Krieg ausgestellten Sterbeurkunde hervorgeht, stirbt zuerst Elisabeth Kusnitzky, beerbt von Lilo Glöden, die um 11.02 Uhr hingerichtet wird. Von ihr erbt Witwer Erich Glöden, um 11.04 Uhr enthauptet. Ebenfalls abgetrennt wird das Verfahren gegen Max Lindemann. Als Major AD hat er von vornherein eine bessere Ausgangsposition. Das Gericht befindet, dass er einen körperlich und geistig so hinfälligen Eindruck macht, dass er die Tragweite der Unterbringung seines Neffen nicht erkannt, auch nichts von seiner Beteiligung am 20. Juli gewusst habe. Er wird freigesprochen. Der Prozess gegen die übrigen 6 findet am 28. November und 1. Dezember statt. Laut Schlussbericht vom 4. Sonderkommando 20. Juli 1944 gelten alle als überführt und sind, bis auf von Petersdorf, geständig die Flucht Lindemanns begünstigt zu haben. In der Urteilsverkündung heißt es: Sämtliche Beschuldigte sind entweder an der Unterbringung des polizeilich gesuchten Deserteurs beteiligt gewesen oder haben Angaben machen können, die zur Festnahme des Verräters führen mussten. Sie haben, trotz der ergangenen Presseveröffentlichungen, keine Anzeige erstattet, um Lindemann dem Zugriff des Staates zu entziehen. Wer so hilft, dass eine solch gefährliche Eiterbeule, wie es der Verrat des 20. Juli war, nicht sofort restlos völlig aus unserem Volkskörper geschnitten werden kann, wer im Gegenteil ihr Weiterbestehen durch Verstecken eines Verräters ermöglicht, hat seine Ehre für immer verloren. Horst von Petersdorf wird freigesprochen, da der Nachweis seiner Schuld nicht erbracht worden sei. Freigesprochen wird ebenfalls Frieda Pillert wegen tiefer Depressionen zu dem damaligen Zeitpunkt. Die Angeklagten Marx und Sierks werden zum Tode verurteilt. Zu 10 Jahren Zuchthaus und zu 10 Jahren Ehrverlust Hermann Lindemann. Sensky zu 3 Jahren Zuchthaus
und 3 Jahren Ehrverlust. Erst im Februar 1945 steht Friedrich Lindemann vor Gericht, da vorher ein Zeuge fehlte. Er wird zu 7 Jahren Zuchthaus und 7 Jahren Ehrverlust verurteilt. Senski wird in das Gefängnis Lehrter Straße 3 eingeliefert. Ebenso Marx und Sierks, die dort auf die Vollstreckung des Urteils warten. Andere, Hermann und Georg Lindemann, kommen in das Zuchthaus Brandenburg. Die im Gefängnis Lehrter Straße eingesetzten SS-Leute wollen vor dem Einrücken der sowjetischen Truppen fliehen, zuvor aber die Beweise ihrer Schuld vernichten. Unter dem Vorwand, verlegt zu werden, führen 30 SS-Leute 2 Gruppen von jeweils 7 bzw. 8 Personen am 23. April 1945 gegen 23 Uhr vor die Mauern der Haftanstalt auf ein Feld vor den S-Bahn-Kolonnaden und erschießen sie hinterrücks. Zur 2. Gruppe der ermordeten Opfer gehören Karl Marx und Hans Sierks. Die Häftlinge in Brandenburg werden befreit. Lindemann erhält einen Ausweis als politischer Gefangener, Zuchthaus Brandenburg. Auf den Entlassungspapieren von Frau Lindemann stehen die Stationen ihres Leidens seit August 1944. Die Konzentrationslager Stutthof, Buchenwald, Dachau. Es hat Jahre gedauert, bis der Widerstand in Deutschland die ihm gemäße Anerkennung und Würdigung fand. Jedes Jahr gedenken am 20. Juli im Bendlerblock Vertreter des Staates und Angehörige der Männer und Frauen des Widerstandes. Der bekannten Persönlichkeiten und Gruppen wird gedacht, mehr und mehr auch der vielen Namenlosen. Die gemeinsame Grundhaltung verbindet sie alle. Thank you.